Ja, hallo und herzlich willkommen. Freitag, der 16.12. Die Fächer werden wieder größer, aber die Wahrscheinlichkeit ist immer noch da, dass hier wieder eine Farbe, ein Pinsel oder ähnliches drin ist. Aber wir schauen mal. Tada! Und es sind die Sticker. Aha, keine Decals, sondern Sticker. Ja, ich zeige euch dann gleich mal, wie sie nah aussehen mit Licht. Wahrscheinlich nicht viel anders als jetzt und was man damit machen kann. Ja, wie eben schon gesehen, hier haben wir einen Stickerbogen drin. Der unterscheidet sich von den Decals wirklich, dass es die obligatorischen Sticker sind. Wie man sich hier aus, ja, keine Ahnung, Werbeaufkleber und kennt oder. Weiß der Geier, ne? Also, die sind auch dicker. Die sind auch dicker. Und ja. Und hier. Die springen auch transparent. Und die können dann so aus Modell geklebt werden. Ich persönlich mag natürlich lieber die Nassschiebebilder, weil die dünner sind. Aber dadurch, dass es sich um ein Easy-Click-Kit handelt, ist es okay. Also. Nicht jeder hat da die Möglichkeit, den Deckel zu kleben oder kann es oder wie auch immer. Von daher passt es schon. So, ja, wir machen noch ein bisschen weiter. Pilot ja gestern fertig geworden. Wir haben jetzt hier unser Cockpit. Naja, und da setzen wir jetzt einfach den Piloten rein. Das kann man jetzt schon mal machen. Da muss man sich einfach nur reinstecken und den Piloten da drauf setzen. So. So, und ein Pin ist drinne, Pilot ist drinne. Ja, der liegt wirkt da vielleicht ein bisschen verloren drinne. Vorne. Zack. Und ja, kann man noch, wenn man möchte. Also ich mache das jetzt einfach mal. Mache hier mal ein bisschen Kleber eben ran. Dann bleibt er auch drinne, wird er nicht so weit. Also der sitzt relativ stramm drinne. Dann bleibt er auch in Position. Jetzt kann man das Teil hier noch rauslösen. Quasi jetzt das erste Mal im Bau, dass wir hier was auseinander raus oder rausbauen. Den kann man meinetwegen auch schon rausmachen. Hier ist er abgegangen. Und jetzt würde theoretisch das Teil hier so untergesetzt werden. Aber auch nur theoretisch, weil es fehlen ja noch die Scheiben. Und wenn ich das jetzt hier untersetze, dann kriege ich nachher die alte Kanzel nicht mehr ran. Und das wäre ein bisschen doof für den weiteren Bau. Ja, kann ich hier noch ein bisschen was machen? Wie eigentlich nicht. Also es ist heute wieder ein kurzer Arbeitsschritt, aber ich finde der Pilot, auch wenn ich ihn jetzt hier mal so andeute. Klar, wirkt jetzt ein bisschen verloren, weil er nicht ganz reingedrückt ist, aber ja, doch, er kommt doch schon recht gut. Ja, warten wir mal ab. Also laut Anleitung müsste morgen die Kanzel drin sein. Dann kann das hier zusammengesetzt werden. Die Kanzel kann schon abgeklebt werden. Das ist ganz wichtig. Und da ist schon wieder dann der erste Schritt Richtung Lackieren getan. Gut, ja, dann bedanke ich mich heute fürs Zuschauen und wir schauen morgen wieder.